heute mit Dieter Nuhr, Barbara Schöneberger, Ralf Schmitz, Lisa Feller und Bernhard Hoeker. Wunderschönen guten Abend, freue mich, dass Sie da sind. Hier ist Ihre Lieblingssendung, hier ist Genial daneben. Und ich begrüße meine Gäste heute Abend, Lisa Feller, zum ersten Mal dabei. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Ich würde auch sofort anfangen, weil wir haben viele schöne Sachen in der Sendung. Es wäre schade, wenn wir sie nicht alle unterbringen können, weil wir zu viel labern und weil wir uns einfach dann verschwatzen. Nicht wahr, Holger? Das ist ja, wer zu viel reden, ist einfach schlecht. Denn wenn man zu viel redet, führt das einfach nur dazu, dass man mehr Worte von sich gibt, als es vielleicht nötig wäre. Es sei denn, man wiederholt die Worte, dann wären das natürlich nicht mehr Worte, aber eine Art von Kombination von Worten. Mach erste jetzt. Frage kommt von Petra Salomon. Sie wohnt in München und Petra Salomon ist jetzt am Telefon. Petra! Oh, servus! Hallo, Petra, freue mich, dass Sie da sind. Petra, Sie haben jetzt die Chance, live zu erleben, wie diese reizenden Damen und diese reizenden Herren versuchen rauszukriegen, was Sie uns eingeschickt haben. Sollten Sie beschimpft werden, nehmen Sie es nicht so ernst, Petra, ja? Alles klar. Gut, und tun Sie mir bitte einen Gefallen. Selbst wenn man Sie zwingt am Telefon, verraten Sie nichts, ja? Bitte geben Sie auch keinen Tipp, sagen Sie am besten gar nichts, gut? Alles klar. Petra, dann stellen Sie mal die Frage. Okay, meine Frage. Was ist der Viagra-Effekt? Was ist der Viagra-Effekt? Ja, zuerst einmal möchte ich Sie ganz herzlich in unserer Runde begrüßen. Und ich bin froh, dass Sie dieses Thema ansprechen. Der Viagra-Effekt ist natürlich die Aufbäumung eines ansonsten in Krümmung befindlichen Objektes. Ich glaube, es geht um... Wir sind Moment, langsam. In was befindlich? In Krümmung. Schicksalshafter Krümmung. Sie sind ein medizinisches Wunder, ne, oder? Ich kenne es nur aus der Beobachtung, Herr Baldaus. Aus dem Internet, aus dem Internet. Ich glaube, dass wir in der Börse sind. Und ich glaube, dass es der Wechsel ist vom Kursabfall hin zum Kursaufstieg. Also das heißt, wenn man diese DAX-Kurve sich anguckt, die sonst nach unten geht und dann geht es plötzlich nach oben, dann bedeutet der Viagra-Effekt ist der Wendepunkt, wo eine Sache sich umkehrt, sodass es mit den Kursen wieder nach oben geht. Und wenn die Kurse nach unten gehen, wie heißt der Effekt dann? Der heißt dann Schlappi-Effekt. Nüscht-Los-Effekt. Ich bin Schlappi, das kleine Krokodil. Das ist eine sehr schöne Idee, Frau Schöneberger, das ist leider... Absolut. Wir sind im Verkehr, also natürlich. Ja. Und zwar ist es, wenn man in den Bus kommt, alle Plätze sind besetzt, aber man muss stehen. Das ist der Viagra-Effekt. Ja. Egal, ob die richtige Antwort ist, das ist die schönste. Man muss, egal ob man will oder nicht. Man ja. muss stehen. Was ist denn Viagra letztendlich? Man kann nicht anders. Also es muss irgendwie eine Zwangssituation sein. Man kann schon. Viagra führt ja nicht dazu, dass du auf jeden Fall einen Ständer bekommst. Du musst schon ein auslösendes Element haben. Moment bitte? Also du kriegst, wenn du Viagra schluckst, nicht auf einmal einen Ständer. Also es knallt nicht von unten gegen den Tisch, wenn du die falschen Smarties schnappst. Sondern? Wobei ich will das ja... Sie kennen einen, der einen kennt, ja. Ich habe das im Internet. Aber es könnte ja trotzdem das gemeint sein. Aber also, du brauchst schon ein auslösendes Objekt, was dich dann erregt, damit es dann doch funktioniert. Vielleicht sind wir mit der Medizin gar nicht so weit weg. Vielleicht kann es ja trotzdem auch medizinisch sein, wo wir jetzt alle denken, haha, das kann es nicht sein. Ja, vielleicht hat es ja das, was mit der Mopralat zu tun, mit der Morgen, wenn man morgens... Mit der was? Ich habe das mal gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennst du Moprala? Nein. Scheiße, da muss ich jetzt auflösen. Morgenlatte. Also Morgenlatte, Morgenprachtlatte. Das ist, wenn Männer, ich habe das auch nur, ich wie wir alle. Ich bin verheiratet, ich kenne nur die Mola. Mola. Und wenn man dann morgens... Ich bin wirklich überrascht, dass sie das nicht hat, oder was? Nee, das... Nein. Ich kenne es so weit. Ich kenne es natürlich. Ach, aber ich wusste nie, wie es heißt. Ja, genau. Dass es vielleicht darum geht, dass der Viagra-Effekt die Umschreibung ist für die nächtliche mehrfache Ich kann nicht weiter reden. Für die nächtliche mehrfache Erektion, die ja nur eine Durchblutungsfunktion hat. Langsam höre ich mich an wie Hoeker. Irgendwas muss ich falsch machen. Die Morgenlatte übrigens unterscheidet sich von der nächtlichen Latte. Die nächtliche Latte mag die Durchblutung schon sein. Die Morgenlatte entsteht durch eine zu volle Blase, die den Blutabfluss stört. Ach. Ach, das heißt, vielleicht der Viagra-Effekt? Ich weiß, im Internet steht nichts darüber. Es geht doch um... Petra? Ist Petra noch in der Leitung? Ja, natürlich. Petra, sind Sie noch da? Ja. Sie hören ganz entspannt zu, ne? Ja. Kurze Frage, wollten Sie das alles wissen? Ich glaube, der Viagra-Effekt ist es, wenn man blau ist und meint, man kann alles. Geil. Was? Da
Das ist geil, man ist einfach mal. Wieso blau? Es gibt Typen, die sind blau und meinen, jetzt kann ich alles. Super, kann ich alles, ich krieg alles und die ganze Nacht und immer ohne. Ich glaube, Dieter hat eine sehr schöne Theorie. Ich kann das sein. Mehrere. Gut, bitte. Einerseits könnte es um ein spontanes, steifes Bein handeln, also dass man stehen muss, weil man sich nicht mehr setzen kann, weil das Bein steif ist. Natürlich. Wäre auch aus der Medizin. Okay. Was käme dann also? Könnte der Viagra-Effekt sein, man kennt das vom Marschieren, wenn man zum Beispiel so russische oder nordkoreanische Paraden sieht, wenn die Männer immer so mit den Beinen schmeißen. Ja. Die Beine gehen immer so gerade hoch, dass das einfach der Viagra-Effekt ist, weil das irgendwie mit der Hose zusammenhängt. Mit der Hose? Dass die das Bein nicht mehr krümmen können. Andere... Vielleicht ist es ich will jetzt auch gar nicht da ins Praktische gehen. Das mir das vorstellen schon gar nicht. Ich glaube, wir müssen mal weg aus der, der geschlechtsreferenziellen Abteilung. Moment, hat eine Idee hat er noch. Die dritte Theorie wäre dann dasselbe auf Tiere gemünzt. Tiere gibt es ja auch, die die Beine nicht krümmen können. Die sich deswegen, wenn die umfallen, sind die ja tot. Dann sterben die, weil die nicht mehr aufstehen können. Zum Beispiel, welches Tier? Ottfried Fischer. Nein! Was? Ralf, bitte! Ich glaube, die Antwort war ohnehin nicht richtig. Also. So, also jetzt hier. Was also, das Besondere bei der Viagra ist ja, dass sie nicht als Erektionsmittel entwickelt wurde, sondern als Herzmittel. Und die Nebenwirkungen waren Erektionsdingens. Und vielleicht ist der Viagra... Schaut aus dem Internet, ne? Das habe ich selber, als ich mein Herz behandelt habe und merkte, jetzt, wo mein Herz funktioniert, geht noch was. Ich habe Dinge gesehen, daraufhin ist mein Herz stehen geblieben. Ja, also. Nein, also dass man vielleicht ein Medikament für etwas entwickelt und dann feststellt, dass es für etwas anderes sinnvoll zu gebrauchen ist. Werden Sie nervös? Hallo? Sie ist umgefallen. Petra? Frau Petra. Petra, sind Sie noch da? Ich sag nichts zu dem Thema. Ja, genau. Aber Sie sind doch völlig entspannt, Petra, oder? Ja, freilich. Ich lache. Natürlich. Ja, ich meine, das sind ja nur sowas von weit weg. Vielleicht sind wir ja doch in der Börse, weil ich glaube... Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Ich finde, er ist sehr streng. Ja, aber Medizin ist richtig. Medizin ist gut. Nee. Wir sind in der Mathematik. So. Es geht darum, Parabeln, also Exponentialgleichungen. Wen? Gleichungen, wo so eine hohe 2 geschrieben ist. Die gehen nach unten, wenn sie im Minusbereich sind. Wenn man nur das Vorzeichen ändert, gehen sie plötzlich nach oben. Und diese Vorzeichenänderung nennt man den Viagra-Effekt. Wer nennt ihn denn so? Ich. Zu Hause immer. Wenn wir uns beim Frühstück gepflegt über Exponentialgleichungen unterhalten. Wie ihr das so macht. Ja, natürlich, jeden Tag. Also ich glaube, wir werden... Ich glaube, die Hauptstadt von Ghana ist Accra. Und vielleicht ist wie Accra der Effekt, wenn eine Stadt aussieht wie Accra. Ich werde es euch mal sagen. Ja? Petra, Sie können sich schon freuen. Ja, cool. Ja. Schauen Sie sich mal um, welches Möbelstück Sie ersetzen. Ich sag's euch mal. Viagra ist schuld an einem riesigen Problem, vor dem die Rentenkassen in Brasilien stehen. Ach so. Immer mehr geschiedene Männer im fortgeschrittenen Alter heiraten nochmal. Meist wesentlich jüngere Frauen. Und stirbt der alte Sack endlich? Dann müssen aus der Rentenkasse 2 Witwen bezahlt werden, manchmal sogar 3. Und das an Frauen, die dann noch jahrzehntelang leben. Und weil diese Entwicklung durch Viagra maßgeblich beschleunigt wird, spricht man in Brasilien von dem Viagra-Effekt. Petra Salomon, 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Ich für eine starke Erhöhung der Lebensqualität in diesem Land. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch ein bisschen Geld haben möchten, dann schicken Sie uns einfach Fragen. Postfach genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01 378 10 11 20 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Jetzt kommen wir mal zu Per Dont. Er wohnt in Leinetal und Per Dont möchte Folgendes wissen. Warum benutzte am 29. Juni 2009 an der Stockholmer U-Bahn-Station Odenplan kaum jemand die Rolltreppe? Die war kaputt. Ganz einfach, da stand ein Schild kaputt, keiner draufgegangen. Ja. Nächste Frage. So. Stellt euch mal vor, das würde jetzt stimmen. Ja. Dann würde ich gehen. Wenn das glaube ich. Die war nicht kaputt, die hat wunderbar funktioniert, aber trotzdem hat sie an diesem 29. Juni 2009 kaum einer benutzt. Warum? Die war frisch gewischt. Was? Ich stelle mir die Putzfrau auf. Scheiße, schon wieder Scheiße. Nein,
Ich weiß das nicht. Ist eine Haltestelle. Bei das ist der, eine U-Bahn-Station. Das ist eine U-Bahn-Station. Da halten die Züge. Das ist, ja, das ist die Endstation. Ja, einmal, wenn die durchfahren würden. Ich weiß nicht. Das ist eine Endstation und da kann man nämlich nur aussteigen. Und die Rolltreppe ist an dem Tag aber in die falsche Richtung gefahren, nämlich nach runter. Und das muss aber keiner runter. Wenn der an der Endstation ist und man kann nur aussteigen, bleibt der Zug denn da stehen? Das sammelt sich die fährt dann Kreis und fährt dann woanders, wo die Rolltreppe dann in die andere Richtung fährt. Ja, du warst schon auf dem Odenthal, ne? Odenplan. Odenplan. Nee, es geht um was anderes. Staatliche Umbaumaßnahmen an dieser U-Bahn-Station sind nämlich vonstatten gegangen. Ja. Die waren noch nicht ganz abgeschlossen. Aber die Rolltreppe war schon wieder in Gang. Das Blöde ist, die hatten die unten verlängert, bis auf die Gleise. Die Rolltreppe? Die Rolltreppe. Die fuhr also bis runter, da wollte natürlich keiner hin, weil 10 Leute waren schon tot. Und deswegen haben die gesagt, nee, da fahre ich heute mal lieber nicht mit. Also Stockholm ist ja bekannt für... Also, für was? Für nichts. Und deshalb wollte da keiner hin und die Bahn fährt nur nach Stockholm. Haben Sie das jetzt verstanden? Mit dem 29. Juni zusammen. 29. Juni 2009. Und der 29. Juni ist ja wie wir. Juni, ganz wichtig, das weiß man doch. Aber wenn es Juli gewesen wäre, dann hätte ich es gewusst. Aber Juno. Denn der 29. Juni ist ja bekanntlich der Tag des Treppensteigens. In Norwegen. Wo auch immer. In Norwegen, richtig. Auf jeden Fall gab es da wahrscheinlich eine Maßnahme, die sagte, jede Treppenstufe, die einer nimmt, gibt 1 Euro in die Kasse der örtlichen Kinderhilfe oder sowas. Und da sind die Leute alle über die Treppe gegangen. Das ist gut. Aus wohltätigen Gründen. Das kann ich so nicht gelten lassen. Das ist aber also, das ist der Tag der Kinderhilfstag. Aber es ist der Punkt, oder? Es geht darum, 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 es geht darum. Es ist völliger Quatsch. Dann kann er es so nicht gelten lassen. Wieso nur an dieser einen Station? Was unterscheidet diese Station von den anderen, meine Damen und Herren? Diese Frage ist es, die sich... Vielleicht war einfach ein Krokodil da unten. So was ganz... So ein typisches schwedisches Reptil. Vielleicht war die Treppe, war die elektrisch aufgeladen. Die stand unter Strom. Ja, warum denn? Kriegsstrom. Pärchen. Kriegsstrom. Kriegsstrom. Ja. Auf der Rolltreppe. Ja. Ich glaube, es war eher Gleitstrom. Nee, die hat wunderbar funktioniert. Die hat tipptopp funktioniert. Wechselstrom, die ging immer hin und her. Kunstwerk, da hat bestimmt so ein Performance-Künstler etwas gemacht. Zum Beispiel hat er hat gesagt, ich lecke einen Tag lang das Laufband ab. Und hat einfach die Zunge etwa 12 Stunden an dieses Laufband gehalten. Und das wollte keiner anpacken. Der bekannte Künstler... Ja, das Handlaufband. Ach so, das. Was übrigens immer langsamer gehen muss als die Treppe selber. Warum denn? Weil man nämlich sonst nach vorne gezogen wird und umkippt. Haben Sie im Internet gelesen? Nein, das hat man mir erklärt, nachdem ich Ihnen aufgeholfen habe. Oh, vielen Dank. Also mit Kunstwerk ist schon gar nicht so übel. Also es war eine Installation. Kunstwerk ist nicht so schlecht. Der Künstler hat... Also Kunstwerk im weitesten Sinne natürlich. Ne? Ja, Performance. Der Künstler Performance ist gut. Dann ist der vielleicht nackt. Jeder, der auf die Rolltreppe gegangen ist, wurde gefilmt. Und es war einem auch schon vorher klar, bevor man auf die Treppe gegangen ist und da nicht jeder so mediengeil ist wie wir, haben die wenigsten Stockholmer sich auf diese Treppe gewagt, sondern sind eher drumherum gegangen. Weil man nur nackt mit dieser Treppe fahren durfte. Dann wiederum hätte es einige mehr gegeben wahrscheinlich, die sich da drauf gestellt haben. Vielleicht wollte auch der Künstler selber die Treppe einfach nicht freigeben, weil er so stolz war auf sein Kunstwerk. Vielleicht ist er selber immer rauf und runter gefahren und gesagt, nein, ihr fahrt hier nicht mit. Vielleicht ist der Künstler nackt gefahren und man musste ihn auf der Treppe anfassen die ganze Zeit. Wo genau? Wie hieß die Haltestelle nochmal? Odenplan. Odenplan? Nicht Hodenplan. Nicht Hodenplan. Odenplan. Odenplan. Dann hat mir die Information nicht weitergeholfen. Das dachte ich mir. Aber Kunstwerk... Olafur Eliasson hat das Ganze unter Wasser gesetzt. Wer? Olafur Eliasson. Wer ist das denn? Ein Lichtkünstler. Aha. Kennt ihr nicht? Nein. Schade. Ich habe die Ausstellung gesehen in Berlin, die anlässlich seiner Werkschau-Retrospektive. Schön, ne? Interessant war das. Toll. Toll. Das war so schön. Wie lange bist du angestanden? Da stand man ja 5 Stunden an. Ist die Sendung schon vorbei? Nein. War das vielleicht sowas wie, die Welt wird schneller? Also einer, der so alles verändern wollte, auch Krieg und so. Und deshalb hat er die Rolltreppe einfach schneller gemacht. Oder extrem langsam. Schnell zum Beispiel. Extrem langsam, finde ich. Wegen auch Klimawandel. Extrem langsam. Ja, das finde ich super. Da dauert 3 Tage, bis man unten ist. Ja. Das war's. Da ist keiner mit gefahren, weil es wäre deutlich langsamer gewesen. So, und jetzt kommt das. Und jetzt passt mal auf. Das war's. Jetzt kommt das Argument, man kann die auch zu Fuß gehen. Mhm.
hat man aber keinen Bock drauf, weil die größer sind, die Stufen. Man wäre viel später, hätte es gar nicht mehr gekriegt. Verdammt. Also ich glaube, das führt zu nichts. Ich werde es euch zeigen. Wir können uns das mal ansehen, meine Damen und Herren. Wir haben einen kleinen Film vorbereitet und jetzt werden wir alle sehen, warum an diesem Tag viele Leute diese Rolltreppe nicht benutzen. Schauen wir uns das mal an. Das ist die Treppe zur U-Bahn-Station Odenplan in Stockholm. Jeder benutzt die Rolltreppe. Nicht so am 29. Juni 2009. Da sind fleißige Handwerker zugange und verwandeln die Treppe in ein Musikinstrument. Und plötzlich ließ fast jeder die Rolltreppe rechts liegen, jede Stufe war mit Drucksensoren unterlegt worden und funktionierte wie eine Klaviertaste. Man ging also eine Tonleiter rauf oder runter. Und so kam es, dass sich an diesem Tag kaum jemand von der Rolltreppe nach oben oder unten befördern ließ. Das ist ja toll! Peer Dont aus Rheinetal, 500 Euro für Sie. Sehr, sehr schön, diese Frage. Ist schon toll, was die Schweden so alles können. Ne? Ja. Unfassbar. So, jetzt kommen wir mal zu Valentina Hunegge. Sie wohnt in Landau in der Pfalz und möchte gerne wissen, was ist die sogenannte Weichteilhemmung? Hoeger. Also die Weichteilhemmung? Ein Suspensorium beim Ballett. Was ist denn daran so lustig? Herr Schmitz hat ja jahrelang Ballett gemacht. Ja. Wo sitzt die genau? Vor den Weichteilen. Weichteile am Körper. Und Eierschale. In der Eierschale, genau. Nur nicht ganz so hart. Und ja. Gott sei Dank. Und dann Weichteilhemmung. Ich glaube, eine Weichteilhemmung ist ja ein bisschen sowas wie, es gibt auch eine Beißhemmung bei Welpen zum Beispiel untereinander. Und vielleicht ist es so, dass bestimmte Tiere oder auch alle Tiere eine Hemmung haben, dem anderen sozusagen in die Weichteile zu beißen, weil man das nicht tut. Also in den... Unterschenkel ja, ins Ohr ja, aber eben nicht in die Weichteile. Mhm. Dies ist genetisch wie eine Art Reflex. Also wir haben das immer gemacht. Ach so, nee, wir haben gekniffen, ihr habt gebissen. Gut, da hat halt jeder in der Schule was anderes gespielt. Das ist... Dich. Ich habe eine total, es ist eine total sachliche Antwort. Tut mir leid. Ist die Weichteilhemmung die Probleme, die Ultraschall hat, wenn das Fettgewebe zu dick ist? Die Probleme, die Ultraschall hat, wenn das Fettgewebe... Das Weichteil hemmt zu sehr den Ultraschall, um dann die inneren Organe abzubilden. Das ist eine sehr schöne Antwort. Warte, ich habe ein Video, ich zeig dir mal, was ich mache. Mach mal weiter, ich glaube, das war totale Scheiße. Ich hatte geile Bilder. Also ich persönlich habe auch eine Weichteilhemmung, ich leide da schon sehr lange drunter. Weil ich Hemmungen habe in Fernsehsendungen, selbst bei so Sendern wie hier. Meine Weichteile offen zu zeigen. Es ist nicht schön. Sehr schön. Ich nehme ihn wieder nicht ran. Wir haben dann noch eine Idee. War die Antwort falsch? Darf ich bitte erfahren, ob die Antwort falsch war? Sie war sehr schön, Dieter. Sie war sehr schön, aber sie war leider... Ich glaube, wenn man längere Zeit verheiratet ist... Ja. Dann nee, das ist mal goldene Hochzeit. Das war dann hat man einfach irgendwann keinen Bock mehr. Und man hat keine Lust mehr. Dann hat man aber doch eine Hartteilhemmung, oder? Nein, das Problem ist, es ist ja nicht mehr hart. Deswegen. Ja, eben. Ne? Und deswegen dann würde es die Weichteilhemmung ja auch nur bei Männern geben. Frauen entwickeln immer mehr Weichteile im Laufe des. Ja? Die hängen mal rechts runter, mal links runter. Was ist das denn? Was ist denn jetzt los? Tun sich. Die ganze tun Zeit sich keinen Zwang an, schlagen Sie ihn da jetzt zusammen. Die ganze Zeit geht es über krüppelige Finanzen. Und wenn man mal von Frauen fest und darüber lacht. Ja, genau. Ist es beim Boxen? Ist es beim Boxen? Beim Boxen. Wo ist denn da die Weichteilhemmung? Also weg. Unterhalb der Gürtellinie sozusagen. Ja, da hat man ja was drin. Also ein Schutz. Die Weichteilhemmung. Ach so. Ist die Weichteilhemmung, ist es wieder. Und zwar, tut mir leid, das ist eine sachliche Antwort. Beim Nacktscanner, dass die Weichteile nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden. Gott sei Dank. Sonst würden die ja nur lachen den ganzen Tag von morgen. Wenn sie da immer im Kreis herumlaufen, schon. Aber, okay, ich glaube, jetzt, Dieter, okay. Jetzt. Was die Weichteilhemmung ist. Yo. Das ist in Amerika, da wird ja gern noch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Und da der Strom ja den Körper durchlaufen muss,
guckt man, dass man das so macht, dass der auch wirklich an die richtigen Körperteile kommt. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hat der Weichteilbereich einen höheren Widerstand. Und da darf man nicht ansetzen. Darf man die Kabel nicht ansetzen. Ach so, der wird dann woanders verkabelt. Ja. Also wenn wir dazu gleich ein Filmchen sehen, dann würde ich mich sehr wundern. Wenn das die richtige Antwort wäre, dann sind wir am richtigen Weg mit dieser Sendung. Das ist nicht die richtige Antwort. Aber dann möchte ich auch den Film gleich dazu sehen. Nein, ist nicht. Keine Sorge. Das ist außer Reinigung. Das ist, wenn man da irgendwie so ein... Es gibt ja Mischgewebe und so Teile, die aus verschiedenen Geweben zusammengesetzt sind. Zum Beispiel? Flickenteppiche. Ich bringe doch keinen Flickenteppich in die Reinigung. Ja, denk mal drüber nach. Aber es sind die Leute, die da arbeiten. War das nicht mal eine Schauspielerin, Elisabeth? Nee, das war Flickenteppich. So, ich dachte, du meinst Peter Weichteilhemmung. Nein, aber das kann doch sein, dass es aus der Reinigung kommt, dass man zum Beispiel, man bringt ja auch keinen Sturzhelm in die Reinigung. Nein, selten. Weil der zu hart ist. Ja. Und deswegen, wenn man eine Weichteilhemmung hat, kann man nur harte Teile in die Reinigung bringen. Zum Beispiel? Ist deswegen falsch. Sturzhelme zum Beispiel. Sturzhelme. Und dann ist man falsch in der Reinigung. Skischuhe. Ja. Schlitten. Kettensäge. Autos. Die Weichteilhemmung. Ja, jetzt. Die Weichteilhemmung ist bei einem elektronischen Gerät, was größere Zerstörung an Hartteilen erzeugt, eine Hemmung, die verhindert, dass man das mit durchschneidet. Wie hier. Also bei einer, so, beim wie Häcksler bei der Waschanlage, wo die zum Beispiel nicht den Außenspiegel abschlagen, aber das wäre dann eine Hartteilhemmung. Ja, aber in dem Fall, also wenn du halt mit einer Säge durch so einen, beim Metzger durch einen Knochen gehst und dann ist da wahrscheinlich dein Finger zwischen, dass das Messer unterscheiden kann, ob es einen Finger zersägt. Was glaubt ihr denn? Wenn das Messer existieren würde, wäre es schlauer als wir alle. Was glaubt ihr denn, von welchen Weichteilen hier die Rede sein könnte? Fangen wir doch mal so an. Was meint ihr? Körper. Körper ist richtig. Wo denn zum Beispiel? Ja, im Bauch drin. Die Weichteile, nicht der Knochen. Ja. Darm, Leber, Milz, Niere. Ja, was wäre denn noch beim Bauch? Was könnte man denn noch als Weichteil bezeichnen? Bauchnabel. Fettgewebe. Zum Beispiel. Das heißt, der Bauch kenn ist... Kenne ich jetzt auch nur von einer Freundin. Ein Weichteil. Und wie sieht der Bauch aus? Dick. Rund. Richtig. So, jetzt sind wir schon. Was ist jetzt die Weichteilhemmung? Wenn man nicht dick haben will. Was? Wenn man nicht dick werden will. Nein. Ich will das nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will dich nicht. Vielleicht kann man nicht dick werden. Man hat eine Weichteilhemmung, vielleicht kann der Körper kein Fettgewebe bilden. Also ein Problem, Fettgewebe aufzubauen. Das ist doch kein Problem. Nee, sondern aber eine Hemmung. Was ist denn das für eine Hemmung? Ich wollte euch ja nur ein bisschen helfen, nicht, damit ihr schon mal zumindest beim Bauch seid. Bauch ist ja soweit richtig. Was ist denn die Weichteilhemmung? Was könnte es denn sein? Das habe ich doch gerade gesagt. Das ist ja falsch. Dass man nicht ins Schwimmbad gehen kann, eine psychologische Störung, weil man zu dick ist. Ja. Wenn man ins Wasser springt, dann ist kein Wasser mehr drin. Das ist alles ich weiß es. Jetzt. Man hat zugenommen, man kriegt den Gürtel nicht mehr zu. Der Gürtel ist die Weichteilhemmung. Das ist es. Nee, das ist die Weichteile. Die Hemmung für den Gürtel. Hemmen den Gürtel. Man kriegt die Hose nicht mehr zu. Das ist die Hemmung. Und so. dann geht man zum Schuster. Ich habe eine Weichteilhemmung. Machen Sie bitte einen. Machen Sie noch mehr. Zu. Machen Sie ein Loch zu. Ich habe eine Weichteilhemmung. Ah, ja, machen Sie ein Loch mehr. Ist ja nur völlig klar. Nee, machen Sie eins weiter. Ist doch machen Sie eins weiter. Sagen Sie doch einfach, was das ist, verdammt nochmal. Psychologie? Ist es Psychologie? Ist da der ganz nah dran? Ist ja die Frage, ist es Flugzeug? Ich meine, wenn man den Sitz nicht runterklappen kann, dann ist das auch eine Weichteilhemmung. Das ist richtig, aber falsch. Es ist eine psychologische Störung. Nein. Man kann nicht dick werden. Man baut kein Fettgewebe auf. Also ich sag's euch. Eine physiologische Störung. Gibt's doch gar nicht. Das keine. Er weiß nicht, was physiologisch ist. Ja. keine körperliche Hemmung. Wenn man hemmungslos... Wenn zum Beispiel das Blut nicht mehr anständig zirkulieren kann, weil das Fett auf die Arterien drückt. Wer könnte denn von der Weichteilhemmung sprechen, zum Beispiel? Wer? Ein Internist. Nein, kein Internist. Menschen, die korpulenter sind? Was? Menschen, die korpulenter sind? Ja, die wären es dann von dem, der es ihnen sagt, erfahren. Ernährungswissenschaftler. Ein Röntgenarzt. Nein. Ein Anzuganpasser. Ein was? Das heißt Schneider. Leider war der. Sind Schneider nicht diese Tiere mit den langen Beinen? Also ich sag's euch. Also von der Weichteilhemmung spricht der Physiotherapeut. Wenn ein Patient durch seinen dicken Bauch daran gehindert wird, bestimmte Übungen auszuführen, dann ist seine Beweglichkeit gehemmt durch die Weichteile. Da kann er nicht mehr. Weil er einen dicken Bauch hat, kann er Bewegung nicht mehr machen. Das ist eine Weichteilhemmung. Das ist so einfach. Ihr wart so nah dran. Okay, Valentina Hunicke, 500 Euro. Gratulation. Du hättest gewusst. Ich weiß, das kriegst du 500 Euro nicht. Das heißt,
Das heißt, er kann dann kein Klappmesser mehr, sondern nur noch Dessertgabel. Zum Beispiel. Ricarda Börner wohnt in Friedrichshafen, meine Damen und Herren. Und Ricarda Börner möchte wissen, warum sieht man im Englischen Whitchurch jeden Tag Passanten auf Knien rumrutschen? Whitchurch? Kleine Information, Whitchurch ist eine englische Kleinstadt nordwestlich von Birmingham. Im Zentrum der Stadt sieht man jeden Tag Leute, die auf dem Bürgersteig stehen bleiben und auf die Knie fallen. Ja. Warum? Sie sagten schon, Kleinstadt, die wollen durch die Tür. Pilgerstätte. Vielleicht ist eine Pilgerstätte so eine Art Mekka des westlichen Englands. Genau. Und, da ist Porridge erfunden worden. Wer? Genau. Da ist Porridge erfunden. Der heilige Porridge. Der heilige Porridge. Der wird dort angebetet. Der heilige. Nee, vielleicht ist es einfach wirklich eine Pilgerstätte, könnte ich mir vorstellen, mit Marienerscheinungen, und man sagt, wer dort so und so viele Meter auf den Knien zurücklegt. Das gibt es ja auch in Tibet, wo die sich eben über 2000 Kilometer so hinwerfen und das machen. Der wird bald schwanger oder also erfährt einen warmen Geldregen. Normalerweise, ich habe da mit dem Rutschen ein klein bisschen übertrieben, auch weil es sich schön anhört. Also die rutschen nicht so viel, aber knien tun sie. Ich glaube, wir denken natürlich sofort an Religiosität, an Pilgerfahrt. Aber ich denke die ganze Zeit. Ich glaube, die Engländer, was die ja haben, die haben ja in ihrer ganzen Geschichte eigentlich Ritter. Ist das einzige Exportschlager, den sie hatten? Und vielleicht gibt es da was haben die Ritter? Vielleicht gibt es da so eine Ritterstatue und wenn man sich dann hinkniet und da drunter stellt, kann man sich selber so zum Ritter Automat, schlagen. Ein Automat. Man schmeißt Cent ein. Stunks. Und wenn der kaputt ist, das ist richtig kacke. Ich schlage dich. Oh, das ist blöd. Zum Ritter. Automat ist nicht schlecht. Bitte? Automat ist nicht schlecht. Automat ist nicht schlecht? Ich will mir nicht vorstellen, was man vor einem Automaten tut, wenn man sich erstmal kniet. Oder was der Automat mit einem selber tut. Das solltet ihr ja gerade herausfinden. Ich weiß es. Der Automat, die haben den nicht aufstellen können, die hatten keine Ständer mehr, der ist auf dem Boden. Deswegen muss man, um Kaugummis zu ziehen, auf die Knie, um unten. Nee, da kannst du durchgucken mit einem Fernglas, kannst irgendwas sehen in der Entfernung. Und das kannst du eben nur sehen, wenn du sozusagen auf Kniehöhe bist. Weil wenn du so wärst, würdest du den Winkel nicht kriegen, um da rein zu. Was kann man denn da sehen? Das ist das Tal der wilden Ritter. Die Queen. Die Queen, die Queen. Die Queen. Die Queen. Kann man da sehen? Ja. Dieter. Verdammt. Ich hatte gerade die Idee, das könnte ein Schuhputzautomat sein, der aber die Schuhe nicht oben sauber macht, sondern an der Sohle. Warum sollte man die Schuhe an der Sohle sauber machen? Vielleicht gibt es in dem Ort wahnsinnig viele Hunde. Das wäre in Berlin. Da kriegt man sich hin und dann läuft da so eine automatische Bürste drauf. Ja. Schöne über Idee. Die Schuhsohlen, man muss sich einfach hinknien. Oder vielleicht macht es die Hose sauber, also die Knie. Vielleicht macht es ja die Knie, ist ein Automat, der die Hose säubert. Oder deswegen muss man sich hinknien, damit da. Warum sollte mir jemand die also Hose säubern? Also man guckt irgendwo rein, da geht eine Klappe auf und da guckt man rein, oder? Man kann ich glaube nicht, dass man da unbedingt reinguckt. Es ist ein Fotoautomat, so in Originalgröße kann man. Ja, genau. So Queen-Mom-Foto machen. Nee, da steht ein Denkmal dahinter. Und nur durch die Perspektive sozusagen kriegst du, also musst du dich hinknien, damit du im Vordergrund zu sehen bist und hinter dir der große, starke und es Prinz aussieht, als ob du die Welt tragen würdest. Ja, genau. Und dann muss man sich knien. Foto finde ich sonst gut, würde man vor dem Typen stehen, wenn man sich aufrecht hinstellte. Foto ist nicht schlecht. Ist das sowas wie Foto? Also für eine andere Frage. Da gibt es sowas wie die Bremer Stadtmusikanten. Da gibt es so ein Denkmal wie die Bremer Stadtmusikanten, die alle übereinander stehen und man muss selber sozusagen die unterste Figur bilden, um das Foto machen zu lassen vom Automaten. So eine Illusion sozusagen. Ja, so wie, wie die anderen auf dir draufstehen. Wie im Phantasialand so. Aber Foto war ja nicht. Dann ist es was anderes. Ja. Dann ist was anderes, ja. Richtig. Super. Was ist denn für Automaten? Also, was gibt's denn? Kaugummi-Automat, Foto, Zigarettenautomat, Zigarettenautomat. Ah, Zigarettenautomat für Kinder. Ja. 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 Ist nicht schlecht. Das ist es. Nee, wahrscheinlich ist das so ein Automat, bei dem man kostenlos Kaugummi kriegt, wenn man nicht größer als 1,35 ist. Für alle Kinder und alle. Bernhard! Ihr nähert euch ja langsam ein bisschen. Und alle denken, dem schlage ich ein Schnippchen. Das ist der Eintritt in so ein Phantasialand tatsächlich, wo es vielleicht alle Figuren ganz klein sind. Oder bei Sunnyfair, da kommt man nämlich durch die Tür ohne 50 Cent. Also ich werde es euch mal sagen. Kinderland. Ihr könnt uns auch gleich angucken, wir haben ein paar Fotos. Also übrigens, es sind ja nicht alle Einwohner, die dort auf dem Knien sind. 4.500 Einwohner hat also diese Stadt Whitchurch. Einer bleibt auf jeden Fall immer stehen, nämlich Brian Wheeler. Brian Wheeler bleibt dort immer stehen. Das ist ein Geldautomat der britischen HSBC Bank.
Das Gebäude, in dem sich der Automat befindet, steht unter Denkmalschutz. Und deshalb musste er in dieser Höhe in die Wand eingelassen werden. Und so kommt es, dass jeden Tag im Zentrum von Whitchurch Passanten auf den Knien rumrutschen und dort Geld ziehen. Also, Herr Ulker, wenn Sie in Whitchurch leben würden und auch Herr Schmitz, ja, Ricarda Börner aus Friedrichshafen, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Das ist ja großartig. Schön, ne? Das ist super. Ja. Ganz einfache Frage von Thomas Lenzen aus Stuttgart. Was ist die Hotelstellung? Das ist, wenn ein... Nee. Komm, lass es raus. Nee, ich dachte jetzt automatisch Hotelbett. Man bestellt als Paar ein großes Bett, kriegt aber diese zwei Einzel. Und man schläft vielleicht zufälligerweise noch, weil man frisch verliebt ist, noch zusammen ein. Und fällt aber dann in diese Ritze und die Betten auseinander. Man wacht morgens auf dem Boden auf. Und das ist dann die Hotelstellung, weil man dann so... Weil man dann so wach wird. Nicht schlecht. Gibt's für eine andere Frage. Noch ein paar Ideen? Die Hotelstellung ist die einzige Möglichkeit, die roten Häuschen bei Monopoly so hinzustellen, dass sie nicht über den Rand des Feldes hinausragen. Du bist echt ein Freak. Sehr hübsch. Was haben wir noch? Ich glaube, wie das Hotel gebaut ist. Es steht mal so, mal so. Ich bin immer nach Süden ausgerichtet. Immer nach Süden? Wieso? Ja, nach Mekka. Nee, eben nie nach Süden, weil sonst die Zimmer so heiß werden und dann ist die Klimaanlage so teuer für den Betreiber. Ja, stimmt, deshalb haben die Häuser alle nur drei Seiten. Ich erinnere mich. Ich helfe dir, ich helfe dir. Komm schnell. Ja, komm. Hotelstellung. Ja. Ja, da haben wir ja jetzt einen Fundus an. So. Ich habe eine Hotelstellung. Mann. Was macht der Direktor? Hat eine Hotelstellung. Der hat eine Stellung. Ja, eine Anstellung. Ja. Hotelanstellung. Mein Gott, Hotelstellung. Vielleicht macht man bestimmte Sachen eben nur im Hotel. Welche denn? Also ich zum Beispiel im Bett Fernsehen. Ich zum Beispiel, heute Abend ist es wieder so weit. Ich zum Beispiel duschen. Ich war lange nicht mehr im Hotel. Es ist ja, vielleicht ist ja, was wir alle nicht wagen auszusprechen, doch was Sexuelles. Was dann denn? Sag du's. Nee. Das habe ich früher gemacht, da bin ich immer mit auf die Nase gefallen. Was? Du bist damit auf die Nasenstellung. Hotelstellung? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Also Hotelstellung. Was macht denn so ein Hotel aus? So, was macht ein Hotel aus? Die Anzahl der Hotels, die ein Ort zur Verfügung stellen kann. Also wenn man zum Beispiel eine Weltmeisterschaft oder so ausrichten will, muss man eine bestimmte Anzahl von Hotelbetten vorweisen. Und dazu muss man das Formular ausfüllen zur Hotelstellung. Wie viele Hotels können Sie stellen? Und dann sage ich, unsere Hotelstellung liegt bei 740 Betten. Ich stelle mir gerade was Sexuelles vor. Man muss ja immer so die Karte in den... Nee, das... Oh. Gemach. Es tut mir leid. Aber es gibt doch jetzt keine Schlüssel mehr. Es gibt doch immer diese entweder so oder so. Es gibt auch noch Hotels mit Schlüsseln. Ja, aber wenig. Ist das vielleicht die Anordnung der Buchstaben L-E-T-O-H bei Scrabble? L-E-T-O-H. Ich habe es bewusst durcheinander aufgesagt, damit das Gehirn anfängt zu arbeiten. Und man könnte ja auch statt Hotel, kann man auch Letto draus machen. Aber Hotel ist die Hotelstellung dieser Buchstaben. Ja, nur wenn ich sage, ich übernachte morgen im Letto, versteht es keiner. Wenn sie es ganz wenn schnell du, dann klingt es noch ganz komisch. Wenn du auf dem Bänkchen eines Scrabble-Spiels schlafen kannst, ist... Wir kommen nicht weiter. Hotelstellung. Irgendeine Idee? Ja, Hotelstellung, ich finde die Frage, geht es um eine Stellung im Sinne von hingestellt oder Bereitstellung? Das richtig. Finde ich persönlich zum Beispiel den besten Ansatz. Ja. Und deshalb bin ich der Meinung, dass der Herr Nur das jetzt durchzieht. Ja. 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 Hotelstellung. Wir alle wissen... Vielleicht ist die Stellung... Die Stellung ich hatte die Lösung. Jetzt ist sie mir entglitten. Jetzt ist sie mir entglitten. Ah, ich hab's vergessen. Ich wollte was sagen. Vielleicht ist mit Stellung sowas wie Anordnung gemeint. Die Art und Weise, wie sich ein Hotel zum Rest der Stadtstruktur irgendwie verhält. Würde es euch helfen, wenn ich euch die Auflösung in einem Film zeige? Ja. Ja? Irgendwie schon, glaub ich. Dann werde ich das tun. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen mal, was die Hotelstellung ist. Hier sind sie. Komm. Ja, Sie kennen das vielleicht, Sie fahren vor einem Luxushotel vor, haben aber überhaupt keine Lust, den Wagen selbst zu parken. Ja, und dann kommt er hier ins Spiel. Aber stopp, wenn ich dem freundlichen Herrn jetzt meinen Autoschlüssel gebe, dann könnte der vielleicht in den Kofferraum gucken und sehen, was ich da so alles transportiere. Ne? Und das will ich natürlich nicht. Also, gut, dass es das hier gibt.
Das nennt der Autobauer Hotelschaltung. Diese Hotelschaltung bringe ich jetzt mal in die Hotelstellung. So, jetzt nur noch Schlüssel raus, rein, abschließen. Also, die Konsole ist zu, er kann nicht rein. Hotelschalter ist in der Hotelstellung, der Kofferraum ist dicht. So, bitteschön. Dankeschön. Und er wird nie erfahren, was in meinem Kofferraum ist. Sie übrigens auch nicht. Hotelstellung. Thomas Lenzen aus Stuttgart, 500 Euro für Sie. Gratulation. So. Frage von Annika Graus Wuppertal. Was ist ein Bergedreieck? Das ist sowas wie ein Dreiländereck. Ja. Ja klar, drei Berge stoßen aufeinander. Was heißt sowas wie Dreiländereck? Naja, nur sind nicht mit drei Berge, die aufeinander stoßen, die welche? Aber sich irgendwie... Entschuldige. Eiger, Mönch und Jungfrau. Ja, genau. Und die teilen sich einen Hang. Eiger, Mönch und Jungfrau, ist ja. Das nicht das Dreigestirn in Köln? Ja, genau. Das bekannte Bergedreieck. Die teilen sich einen Hang, sozusagen. Die teilen sich einen Hang. Also sind wir in der Bergwelt. Ja. Wir sind in der Bergwelt. Ja. Ich glaube, aber ich möchte wissen, was ein Bergedreieck ist. Das Bergedreieck ist ein Stück Toblerone. Kennt ihr eigentlich den Witz mit Tobler und Geiler? Nein, wir wollen ihn auch nicht hören. Ich glaube, ein Bergedreieck ist... Ich möchte gerne den Witz hören. Ja? Ja? Es gibt in der Schweiz zwei große Süßwarenhersteller, Herr Tobler und Herr Geiler. Das stimmt wirklich. Ja? Ja, und zwei ältere Damen gehen spazieren und sagen, guck mal, da ist der Tobler und der Geiler. Und die andere sagt, wer ist denn Geiler? Der Tobler. Egal. Hören Sie nicht hin. Was ist ein Bergedreieck? Das Bergedreieck ist also es sind nicht drei Berge im Dreieck. Ja, das es sind nicht drei Berge im Dreieck. Ich habe eine Vermutung. Bitte. Es geht um Bergsport, um Klettern. Das Bergedreieck ist eine Anordnung von Seilen und Rollen, um einen Abgestürzten zu bergen, indem man den irgendwie hochziehen kann. Dabei wird das Seil in einer Dreiecksform um den Hals des Delinquenten geschwungen. Sowas in der Art. Also etwas geht um das Bergen von ja, das Bergedreieck könnte aber vielleicht die Koordinatenangabe sein, sozusagen, dass man sagt, in diesem Dreieck liegt der zu Bergende. Langsam. Was ist dann das Bergedreieck? Das Seil. Also das geht ja von dem Geborgenen. Das Seil läuft. Der liegt ja da rum. Der. Der da liegt. Ja, der liegt da rum. Und der Liga. Den nennen die Liga. Der Liga liegt da rum. Und dann wird der hochgezogen mit dem Seil. Und dann ist entweder das Bergedreieck ist dann an der... Da er ja geborgen wird, ist er leider auf einer Bahre. Sonst würde er gerettet. Dran? Mann, das ist... Schade, bis dahin war es so schön. Das ist aber eine falsch. Das ist tatsächlich eine Antwort. Dass das Seil läuft, mit dem geborgen wird. Die Seilwinde. Damit man eine bessere physikalische Wirkung hat, zieht man den ja nicht direkt hoch, sondern über eine Seilwinde. Und das nennt sich Seilwinde. Bergdreieck ist das, da ist obendrauf ist so ein Rad, über das das Seil läuft. Nein. Die Bahre oder auch Trage, aber ich fürchte Bahre, weil ja geborgen, ist in Dreiecksform, weil ganz häufig Skifahrer verunglücken und die müssen... Die haben nur noch ein Bein. und die liegen so mit den Skiern. Und wie funktioniert das? Und die werden auf dieses Dreieckstuch gelegt. Und weil unten so viel Gedöns an den Füßen ist, muss das ja auch noch irgendwo liegen. Und deswegen ist oben am Kopf die Spitze vom Dreieck und unten an den Skiern wird es breiter. Deswegen ist das Bergedreieck... Die Frage ist, ist das Bergedreieck... Was ist das Bergedreieck jetzt? Diese, wo er drauf liegt. Tuch, wo er drauf, quasi das Sprungtuch. Das lasse ich jetzt so gelten. Ja. Nee. Antwort. Ja. Yes! Super! Ja, geil! Ja. Komm mal her! So. Ach, das ist wie eine Windel. Gucken, wie eine Windel. Kommen Sie mal her. Das ist doch mein Passen Telefon. Passen Sie mal auf. Gucken Sie mal so. Ach, natürlich. Ja? Setzt man sich da rein. Kann ich das nachher? Ja, setzen Sie sich mal rein. Kann ich das haben oder möchte die Bergwacht? Setzen Sie sich mal rein. Andersrum. Oh, aber das fühlt sich so rum schöner an. So ist schön. So, und jetzt wird das hier oben das ist so kein hoch. Tanga. Und das kommt jetzt hier hin. Das erinnert mich an meine Kinder. Und jetzt wird der Mann so hoch. Oh. Ja, hopp, 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 hopp. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Gut. Wollen Sie es haben? Kann ich? Ich weiß nicht, ich muss mal mit der Redaktion sprechen. Dann gibst du mir doch erst und dann holst du dir zurück. Ich meine, gib mir wenigstens den Karabiner, die sind teuer. Hier. Wie er sich freut. Ja, so schön war es noch nie, ne? Also, Annika Rauch, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt kein Geld.
So. Ja, schade, Annika, schade. So, eine Frage haben wir noch, schaffen wir noch. Eine wunderschöne Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Jürgen B. aus Dorsten möchte wissen, warum geht der Vandalismus gegen Blindenampeln in Gelsenkirchen seit kurzem spürbar zurück? Kleine Information, blindwütige Zerstörung von Ampelanlagen. Damit haben viele Städte zu kämpfen. In Gelsenkirchen ist der Vandalismus speziell gegen Blindenampeln spürbar zurückgegangen. Warum? Zweitens, wisst ihr alle, was eine Blindenampel ist? Die funktioniert. Ja, akustische Signalgeber, damit Sehbehinderte wissen können, ob rot oder grün ist. Weil die schwarz-gelb sind. Und in Gelsenkirchen sind ja alle blau-weiß, Schalke. Und Blindenampel sind schwarz-gelb, BVB. Und die hassen alles, was gelb-schwarz ist. Blindenampeln sind nicht schwarz-gelb. Echt? In Münster schon? Das sind ganz normal. Aber das wäre eine tolle Antwort. Nein, aber da ist ein schwarz-gelbes Ding. Das ist in Münster sind die also... Finde ich ganz normal. Aber die Grundidee ist ja gar nicht so übel. Die Grundidee. Der Hass. Nein, nicht der Hass, aber... Aber was ist das mit Schalke? Weil, weil vielleicht, zufällig wissen viele nicht, aber das Klick-Klack macht so, sind die Mausebuchstaben von BVB. Nee. Und jetzt sind die aber umgeschaltet worden und jetzt klickern die 0-4. Viel einfacher. Nee, die denken, das ist einfach, man muss drücken, damit die Ampel grün wird. Deswegen hauen sie eben, Sufke, jetzt endlich grün, du scheiß Ampel. Und deswegen gehen die Dinger kaputt, weil die da immer vorhauen. Aber jetzt ist Schwarz-Gelb die Koalition, die in Gelsenkirchen irgendwie... aber warum ist denn die Zerstörungswut in Gelsenkirchen zurückgegangen? Die Gelb-Schwarzen. Weil es keine Blinden mehr gibt in Gelsenkirchen. Weil es keine blinden Ampeln mehr gibt. Ist es vielleicht so, dass das eben dieses wahnsinnig innervierende Klick-Klack sich jetzt verändert hat und Sie spielen jetzt Mozart? So nein, es ist viel einfacher. Ihr wart ja auf einem guten Weg. Die haben die gelb-schwarze Farbe der Blindenmarkierung durch blau-weiß ersetzt. Nein, die waren ja auch nicht gelb-schwarz. Ach, doch, das sind noch schwarze Weil der Ton verändert wurde, weil die Hörgeschädigten immer diese Blindenampeln kaputt gemacht haben. Weil. Nee, das führt zu nichts. Das ist. Nein, es ist ja viel einfacher. Glaubt es mir. Viel einfacher. Viel einfacher. Ihr wart ja noch kurz davor. Es gibt einfach keine. Also in Gelsenkirchen haben viele Leute immer diese Blindenampeln kaputt gehauen, kaputt gemacht. Das ist drastisch zurückgegangen. Warum? Es macht jetzt nicht Klick-Klack, sondern steh auf, geh rüber, wenn du Schalker bist. Geh los, wenn du Schalker bist. Geh los, wenn du Schalker bist. Geh los, wenn du Schalker bist. Das heißt, geh los, wenn das du hätten sie wahrscheinlich auch gemacht, aber das war ein bisschen teuer. Die haben es einfacher gemacht. Die haben es einfach, weil bisher stand da nämlich immer, bitte vorsichtig berühren. Und das BVB war so eingefärbt. Und jetzt steht da einfach nur, bitte drücken. Woher weißt du das alles? Das ist ja super. Aber das ist ja super. Woher weißt du das denn? Das ist keine schlechte Idee, aber es ist viel einfacher. Mann! Das kann ja nicht. Keine Ahnung. Hä? Also die sind leiser gestellt. Die sind immer, die haben diese wahnsinnig netten Randalierer, haben diese Ampel dann immer mit Füßen traktiert und kaputt gehauen. Das machen sie jetzt nicht mehr. Wir haben die Dinger integriert in den Dings. In den Ampelmast. Nein. Ich glaube, es muss viel einfacher sein. Noch einfacher. Noch einfacher. Sind die leiser? Nein. Die Ampel erkennt von alleine, wenn jemand blind ist. Fragen wir mal andersrum. Wann ist das denn meistens passiert? Wenn die verloren haben. Nach dem Fußballspiel. Richtig. So. Warum passiert das denn jetzt nicht mehr? Weil die jetzt nicht mehr angeschaltet werden nach dem Fußballspiel. Die klacken nicht mehr. Doch. Die werden abgemacht. Die werden umgeleitet, die Fans. Die gehen jetzt über die Sehendenstrecke. Und es gab die Blindenstrecke und die Sehendenstrecke. Und die werden umgeleitet. Kein Fan passiert mehr eine Blindenampel. Die Ampeln sind alle auf grün. Leute, die drücken. Die ganzen, werden Beamte hingestellt, die dann an dem Tag selber drücken. Für die Blinden, die nicht da sind. Soll ich es euch sagen? Nee. Nein. Sie haben nichts weiter gemacht, als an den Ampelanlagen das Logo von Schalke 04 anzubringen. Kein Schalke-Fan drischt auf sein eigenes Logo ein. Das ist alles. Mehr ist nicht. So einfach. Ach, ist ja irre. Oh, das hätte doch gehen können. So ne? Nah dran. Ja, Jürgen Bär aus Dorsten, 500 Euro für Sie. Ganz einfach. Einer der Gründe, warum Hugo sich immer eine Schalke-Flagge vors Gesicht hängt, wenn er in die Öffentlichkeit geht. Damit ich besser sehen kann, oder was? Mhm. Ja. So, habt ihr was gewusst? Nee, ne? Hallo. Oh. Lisa hat gelöst. Ja, doch, natürlich. Ja, eins habe gelöst. Zum ersten Mal dabei. Ja. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war genial daneben. Ich wünsche Ihnen was. Bis dann. Tschüss.